Depressive Symptome wie Interessensverlust oder Niedergeschlagenheit verbreiten sich wie eine Pandemie bei uns in der Bevölkerung. Das hat auch der neueste DKV-Gesundheitsreport gezeigt, in dem es heißt, dass jeder Vierte ein unzureichendes psychisches Wohlbefinden heutzutage hat. Deswegen führen wir dieses Interview. Liebe Christina, Christina Herr ist Heilpraktikerin und kennt sich mit verschiedenen Themen sehr gut aus. Und wir sprechen heute über das Thema Depression, Burnout, Niedergeschlagenheit, also alles, was mit dem Gehirn zu tun hat. Und bevor wir in die ersten Interviewfragen einsteigen, liebe Christina, magst du dich, deinen Werdegang und deinen Beruf auch mal kurz vorstellen vielleicht? Ja, gerne. Danke dir erstmal für die Einladung, Tobias. Also ich bin Heilpraktikerin in Stolberg und ja, das ist mir eigentlich nicht so in die Wiege gelegt worden. Ich habe medizinisches Interesse durchaus gehabt, aber auch eine schöne Nadelphobie. Und das hat sich dann irgendwie widersprochen, sodass Medizinstudium erstmal gar nicht drin war. Und der Weg war ein ganz anderer über ein Biologie- und Betriebswirtschaftsstudium. Und später dann erst, als mein erstes Kind kam, kam wieder so diese Liebe zur Medizin und dann eigentlich stärker zur Naturheilkunde. Und ich habe damals den Weg des Heilpraktikers entdeckt, das kannte ich vorher auch gar nicht. Und dort dann die Ausbildung gemacht und ja, die Prüfung. Und das ist inzwischen 10 Jahre her. Das heißt, 10 Jahre arbeite ich jetzt in der Praxis mit vielen Fortbildungen, immer wieder neuen Themen, die mich interessieren. Und ja, muss sagen, ich liebe diesen Beruf sehr. Und inzwischen habe ich die Praxis in Stolberg, habe mal in Eschweiler angefangen. Da hat mich dann die Flut weggespült sozusagen. Und inzwischen habe ich mich auch mit Nadeln arrangiert. Ja, das kann ich tatsächlich bestätigen. Ich war ja letztens noch bei dir, durfte bei dir Blut abgeben, habe auch deine Praxisräume gesehen und so ein bisschen gespürt, wie du arbeitest und wie begeistert du bist. Wenn wir jetzt in dieses Thema, also ich habe dich ja gefragt, was sind Themen, über die du gerne sprechen möchtest in einem Interview? Du hast dann direkt gesagt, ja, Depression, Burnout, Niedergeschlagenheit, das ist was, was du spannend findest. Kannst du vielleicht erstmal skizzieren, also das sind ja viele verschiedene Themen, was all diese Themen irgendwie zusammenbringt oder was die Basis ist, was die Ursache für sowas ist? Ist gar nicht so einfach. Ich sag mal so, jeder von uns hat ja mal einen schlechten Tag. Ja? Deshalb haben wir ja nicht gleich eine Depression. Aber wenn das so anhaltend ist und man sich in seinem Körper gar nicht mehr wohlfühlt, und ganz oft geht es einher mit Schlafstörungen, mit Konzentrationsstörungen, sodass man sagt, okay, es ist nicht mehr in Ordnung, dann muss ich anfangen nachzugucken. Und tatsächlich sind die Übergänge sehr, sehr fließend. Also jemand mit Burnout kann durchaus depressive Anteile haben und umgekehrt ganz genauso. Eine klassische Niedergeschlagenheit, die ein bisschen länger anhält, wird dann häufig als eine geringgradige Depression diagnostiziert. Aber auch da ist es wirklich fließend. Und das ist ja nicht was, wo man eben den Finger drauf legt und sagt, okay, das ist jetzt dieses oder jenes. Da kommen ganz, ganz viele Symptome zusammen. Und es kann bis zu 130 verschiedene Symptome sein, die man tatsächlich in diesem ganzen Umfeld findet. Und von daher ist es oft ja gar nicht mal so einfach. Und für mich ist deshalb dann auch Labor immer eine ganz, ganz wichtige Geschichte, da nachzugucken, woran liegt es? Ist es im Prinzip rein die Psyche? Und auch da ist natürlich eine entsprechende psychotherapeutische Betreuung wichtig, wenn ich wirklich von einer Depression oder einem Burnout spreche. Aber es ist eben nicht nur die Psyche. Man muss auch gucken, was macht denn der Körper eigentlich? Das kann Neurotransmitter betreffen, Hormone, Immunsystem. Im Körper sprechen ja auch alle Systeme miteinander. Und entsprechend können leider an der Stelle auch alle betroffen sein dann nochmal. Ne? Ja, finde ich sehr spannend, wie du das auf den Punkt bringst, dass du gar nicht sagst, dass so schulmedizinische Ansätze oder Psychotherapie dann irgendwie was ist, was man sein lassen muss und man muss nur irgendwelche Nährstoffe messen und darüber den Erfolg haben, sondern so wie ich das verstehe, ist dein Ansatz ja, dass du sagst, okay, wie können wir die Schulmedizin denn unterstützen? Welche Maßnahmen können wir zusätzlich machen, dass sowas wie Psychotherapie auf einen fruchtbaren Boden trifft? Und da hast du schon angesprochen, Neurotransmitter, du misst Parameter. Wenn jetzt jemand solche Symptome hat, egal ob jetzt depressive Symptome, Burnout-Anzeichen, wie gehst du vor? Also was machst du und welche Parameter misst du dann auch? Das ist tatsächlich sehr individuell. Also ich habe auf einer netten Fortbildung neulich gehört, N gleich 1. Gesundheit ist bioindividuell und das finde ich sehr, sehr schön. Es gibt nicht die Lösung für alle, egal übrigens bei welchem Thema. Und ja, ich habe nichts gegen die Schulmedizin, um Gottes Willen. Aber gerade was so dieses Thema Depression, Burnout betrifft, gibt es oft in den Leitlinien nur Antidepressiva. Es kommt dort nicht vor, dass man mal Neurotransmitter misst und sagt, hat derjenige überhaupt ausreichend Serotonin, also unser Glückshormon,
Und demzufolge auch Melatonin, was daraus gebildet wird, das Schlafhormon. Und dann merkt man schon, ah, die Probleme hängen logischerweise zusammen. Wenn das eine nicht da ist, fehlt auch das andere. Das heißt, da kann man dann wirklich schon mal nachmessen und das geht so relativ einfach über einen Urintest. Ich kann aber auch gucken, welche anderen Systeme sind an der Stelle nämlich noch betroffen. Hormone kann man messen. Und genauso gut natürlich vom Immunsystem her ist ganz oft der Darm mit betroffen. Das heißt, man muss da wirklich ganz, ganz genau gucken, was sind die Symptome des einzelnen Patienten, was macht er schulmedizinisch. Ja, das heißt, auch da kann ich nicht alles machen, wenn er Antidepressiva nimmt, kann ich mit bestimmten Mitteln nicht arbeiten, weil das untersagt ist, weil das ganz blöde Nebenwirkungen geben kann. Und ich freue mich immer, wenn jemand tatsächlich auch einen psychotherapeutischen Platz hat, was ja zurzeit leider überhaupt nicht einfach ist, sodass man da am besten gemeinsam arbeiten kann. Und dann muss man wirklich gucken, welches System hat ein Problem. Dann kann man, so wie du es eben angesprochen hast, mit Nahrungsergänzung unterstützen. Man kann gucken, ob überhaupt grundlegende Aminosäuren fehlen zum Beispiel. Es spielt natürlich immer auch die Ernährung dann eine Rolle. Das heißt, mitunter geht es dann da auch gleich ordentlich ans Eingemachte, ne? Ja, da merkt man auch, wenn ich jetzt gerne so eine einfache Antwort gehabt hätte, von wegen misst die 5 Parameter und die musst du dann gut einstellen und dann wird es nicht weggehen, aber dann wird deine Situation sich verbessern. So einfach kann man die Frage nicht beantworten, weil das Themenfeld so komplex ist und auch so viele Gründe dafür sorgen, dass man halt in so eine Erkrankung reinkommt. Und deswegen muss man sie, wenn sie komplex ist, die Erkrankung auch komplex behandeln. So habe ich das verstanden. Vielleicht gibt es trotzdem so ein paar Basics, wo du sagst, egal wie komplex das ist, die drei Sachen messe ich immer mit im Bereich Neurotransmitter, Nährstoffe, Aminosäuren. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist so der Grundbaustein und darauf baue ich dann auf? Also grundsätzlich ist eigentlich immer Vitamin D dabei und in letzter Zeit auch zunehmend Omega-3-Fettsäuren, weil die eben auch massiver Einfluss auch auf die Psyche haben. Also das kann ich sagen immer. Die Mineralstoffe fast immer, also von Magnesium angefangen, Kalium, Calcium, sind so 10 Stück ungefähr, die ich eigentlich auch immer in so einem Package mit drin habe, weil man dazu wissen muss, dass diese ganzen Vitamine und Mineralien die Kofaktoren sind dafür, dass Neurotransmitter überhaupt produziert werden können. Ja, das heißt, mir hilft es nichts, den Neurotransmitter zu messen, um hinterher zu sagen, ups, warum wird er denn nicht hergestellt? Was fehlt denn? Da muss ich ja doch auch wieder die Sachen, die sozusagen dazugehören, mitmessen. Also Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D, Mineralstoffe ist immer ein ganz großer Anteil. Und dann halt die Neurotransmitter selbst. Das sind eben das Glückshormon Serotonin, das ist Dopamin, was wir brauchen auch für Antrieb, für Konzentration, Adrenalin, Noradrenalin, die so die kurzfristigen Stresshormone sind. Und die sollten alle in gewissen Verhältnissen zueinander stehen. Da sollte man gucken können, was geht denn da oder wo kommt es her? Habe ich einen Stress im System oder fehlen mir schlicht und ergreifend die Aminosäuren, aus denen diese Sachen dann produziert werden, aus denen die Neurotransmitter gemacht werden. Und dann muss man tatsächlich von Patient zu Patient immer ein bisschen gucken, okay, was braucht es noch, was sind die tatsächlichen Symptome. Da kann dann auch die ein oder andere Blutuntersuchung mehr mit sein oder eben andere Untersuchungen. Ich mache es dann immer so, dass ich das mit dem Patienten aber vorher bespreche, dass der auch weiß, was auf ihn zukommt und dann nicht irgendwelche lustigen Rechnungen vom Labor bekommt. Es muss ja auch alles machbar sein. Ich sage mal, gerade jemand, der zum Beispiel schon länger im Burnout ist, der hat oft natürlich auch ein Thema mit dem Beruf, entsprechend mit dem Einkommen. Das muss man dann auch mal alles in Betracht ziehen, weil das ja nicht kassenfinanziert ist. Muss derjenige das alles selber tragen. Ne? Ja, das finde ich sehr spannend, auch diesen Hinweis, dass ja die Neurotransmitter, wo ich dich gleich vielleicht beten werde, das auch nochmal zu erklären, was Neurotransmitter an sich sind. Du hast jetzt einige schon genannt, also Serotonin, Dopamin, Noradrenalin. Vielleicht kannst du kurz sagen, was sind Neurotransmitter allgemein? Was kann sich jemand darunter vorstellen, der es noch nie gehört hat vorher? Also sind Botenstoffe, wie Hormone im Prinzip, ein bisschen anders aufgebaut, aber kursieren auch im Körper und sagen im Falle zum Beispiel vom Adrenalin und das Stresshormon, ey, Stress, Panik jetzt aber ganz schnell zum Beispiel die Adern weit stellen, Herz schneller pumpen lassen, solche Sachen. Und die brauchen dann natürlich auch wieder die Signale, um wieder runterzufahren. Ne, dass man wieder sozusagen aus dieser Stresssituation rauskommt. Ne. Aber Neurotransmitterhormone sind sehr ähnlich und es gibt auch immer wieder Berührungspunkte im Körper, wo die sich dann auch gegenseitig sozusagen ansprechen. Okay, und wenn die, so habe ich das jetzt auch verstanden, entweder zu wenig vorhanden sind, zu viel vorhanden sind oder aus der Balance kommen im Gesamtbild, dann kann das dazu führen, dass man genau diese Symptome bekommt, wie depressive Stimmung, Niedergeschlagenheit und so Genau. weiter. Ja, also
Serotonin zum Beispiel ist eben dieses klassische Glückshormon. Und wenn ich davon zu wenig habe, ich sag mal, dann ist auch glücklich sein geradeaus. Ja, dann geht es halt nicht. Genau. Das finde ich spannend, dass du jetzt auch wieder Serotonin ansprichst, weil wenn wir jetzt die Aminosäuren uns anschauen, ich glaube, Serotonin wird aus der Aminosäure L-Tryptophan auch gebaut. Dann ist ja schon auch so, wenn diese Aminosäure fehlt und Serotonin zu wenig vorhanden ist, warum auch immer, dann ist natürlich jede Psychotherapie schwieriger umsetzbar oder vielleicht nicht so erfolgsversprechend, wenn man diese biochemische Welt erstmal auf ein gutes Level bringt. Das ist jetzt mein laienhaftes Denken. Geht das in die richtige Richtung? Absolut. Also Psychotherapie ist schwierig. Ich habe da vor 1,5 Jahren auch lange mit einer Psychotherapeutin drüber diskutiert, die dann auch festgestellt hat, okay, das erklärt, warum ich an der einen oder anderen Stelle nicht weiterkomme, auch wenn der Patient gerne möchte und mitarbeitet. Ich sage, wenn er aber körperlich nicht mal dazu in der Lage ist, Dinge umzusetzen, dann darf sie sich daran dumm und dusselig therapieren. Das wird für beide Seiten nicht funktionieren und sehr frustrierend sein. Ne? Und deshalb macht es wirklich Sinn, diese Dinge auch parallel zu fahren und zu gucken, geht das? Genauso ist es mit den Antidepressiva. Die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer haben halt auch nicht viel Sinn, wenn ich kein Serotonin habe im Körper, was ich an der Wiederaufnahme hemmen kann, weil es einem schon an dem L-Tryptophan fehlt. Ne? Okay, und das sind genau die Neurotransmitter, die du dann letztendlich misst und dann schaust, okay, wie kann man die wieder auf ein gutes Niveau bringen? Du weißt, wir machen ja auch diese Omega-3-Analysen hier. Omega-3 fürs Gehirn ja auch ganz, ganz relevant. Und wir stellen auch immer fest, dass die Leute sehr, sehr schlecht aufgestellt sind und fragen uns dann natürlich auch, okay, wie soll denn, egal ob das jetzt beim Abnehmen ist, der Stoffwechsel, wie soll die Herz-Kreislauf-Gesundheit, wie soll die Gehirngesundheit funktionieren, wenn da so ein gravierender Mangel vorherrscht? Und das machst du letztendlich auch. Wir machen es mit Omega-3 und Vitamin D hier. Du machst es aber einfach viel komplexer und gehst bis in die Neurotransmitter und misst das alles. Wenn du das gemessen hast, wie gehst du dann vor? Also wie füllt man sowas auf? Im Falle der Neurotransmitter zum Beispiel, dass man ganz gut wirklich eben mit den Aminosäuren arbeiten kann, wenn es die entsprechenden sind, oder mit den Kofaktoren, ne, zum Beispiel Magnesium fehlt ganz, ganz oft, Vitamin D auffüllen, also wirklich ganz, ganz klassisch mit Nahrungsergänzung. Man kann auch mit Infusionen arbeiten, wenn das jemand möchte. Es geht natürlich schneller, braucht ein bisschen mehr Zeit in der Praxis, ist natürlich auch meistens die etwas teurere Lösung. Das hängt aber wirklich auch da wieder total, ist völlig individuell von dem einzelnen Patienten ab, was da so die Situation ist. Ich habe Menschen, die sagen, ey, ich bin im Burnout schon so lange krankgeschrieben, ich muss wieder arbeiten können. Die sind natürlich eher so, dass sie sagen, jetzt möchte ich doch gerne mal eine Infusion machen, als jemand, der sagt, nee, ich mache das ganz in Ruhe zu Hause und nehme einfach nur orale Nahrungsergänzung und lass mir meine Zeit dazu und meine Psychotherapie. Also da ist es wieder ganz, ganz unterschiedlich. Und man kann natürlich andere Dinge auch noch umsetzen, gucken, was kann ich im Lebensstil verändern, um demjenigen wieder so ein bisschen zu unterstützen. Und ich mache seit einiger Zeit zum Beispiel auch Zellregenerationstraining in der Praxis. Das ist ein Höhentraining, wo ich unterschiedlich mit Sauerstoff arbeite, dass ich mal mehr, mal weniger habe, was dann schon wieder die Energie im Körper verbessert, weil die Mitochondrien, dort, wo unsere Energie hergestellt wird, trainiert werden. Auch das kann man machen. Muss man halt sehr sanft anfangen, wenn jemand wirklich ganz stark erschöpft ist, zum Beispiel. Ist zum Beispiel was jetzt auch post-Covid ganz gut funktioniert, weil ja auch da wieder oft große Erschöpfung mit einhergeht, mit depressiven Zuständen. Also auch da sind ja die Grenzen fließend. Also du merkst schon, das ist super individuell. Ich versuche auch dem Patienten immer mehrere Wege aufzuzeigen, wenn es möglich ist, und zu gucken, okay, was funktioniert jetzt für ihn am besten, ohne wieder zusätzlichen Stress im System zu machen, weil sonst schieße ich mir ja ins Knie, wenn ich dann sage, okay, der ist jetzt so gestresst, permanent hierher zu kommen, dass er auch bald gar nicht mehr vor die Tür gehen kann. Ne? Also da muss man immer so ein bisschen gucken, was geht mit dem Einzelnen. Ja, auch sehr spannend. Also dieses Thema Energie. Also wenn der komplette Organismus, der ganze Körper zu wenig Energie hat, dann hat natürlich auch irgendwann das vegetative Nervensystem zu wenig Energie, das Gehirn zu wenig Energie und dann fühlt man sich natürlich auch niedergeschlagen. Und da dann nochmal zu schauen, okay, wie kriegt man die Energieproduktion, biochemisch wäre das dann ja Adenosintriphosphat, ATP. Wie kriegt man das denn nach oben, damit die Person auch wieder fit ist? Und da kommen wahrscheinlich auch die Nährstoffe wieder ins Spiel, die man braucht, weil Magnesium beteiligt ist an enzymatischen Prozessen und so weiter. Genau. Vielleicht noch eine kurze Frage. Also du hattest ja sicherlich auch schon einige Leute mit solchen Symptomen in der Behandlung. Wie sind da so
die Entwicklungen, also haben die wirklich spürbare Erfolge, sagen die dann auch teilweise, ich habe vorher Psychotherapie gemacht, ohne dieses Ganze auf die Bahn zu bringen und jetzt merke ich aber doch einen deutlichen Push, indem ich die ganzen Nährstoffe, Neurotransmitter und Co. dann in einen guten Bereich bringe? Ja, es ist auch da total unterschiedlich, muss man sagen. Also ich habe tatsächlich Patienten, die sagen, an der einen oder anderen Stelle ist jetzt irgendwie der Knoten geplatzt. Wir kommen jetzt wirklich voran in der Psychotherapie dann auch. Andere sagen, oh, es gab jetzt wieder irgendwie einen Zwischenfall. Ich konnte das aber viel, viel besser wegstecken. Ja, dass man sagt, okay, es ist jetzt noch nicht der Zustand gerade wahnsinnig besser geworden, aber die Einschläge, die kommen, werden nicht mehr ganz so heftig, weil der Körper besser damit umgehen kann. Es braucht halt leider, gerade wenn jemand schon länger in diesem Zustand ist, Geduld. Ja, und das ist ja das, wo ich auch als Therapeut immer schlecht bin. Ich hätte das gerne alles immer ein bisschen zackig, dass das ein bisschen schneller geht. Aber mir macht es dann ganz ehrlich Spaß, wenn ich sehe, dass jemand zum Beispiel Medikamente reduzieren kann. Also was Antidepressiva betrifft, muss man das natürlich mit dem Arzt absprechen. Das darf ich gar nicht als Heilpraktiker und das will ich auch nicht. Aber wenn dann jemand sagt, hey, ich habe mit meinem Arzt darüber gesprochen und mir geht es jetzt so viel besser und wir reduzieren die Antidepressiva, das macht mich dann immer glücklich, weil ich sage, ja, komme ich einfach wieder ein Stück mehr ins Leben zurück und muss mich nicht immer auf die chemische Keule verlassen, dass das gut geht, sondern Ziel der ganzen Therapie, die ich betreibe, ist ja immer, den Körper wieder in die Eigenregulation zu bringen, die ja aus irgendeinem Grunde gerade nicht möglich ist. Ne? Und da wieder zu gucken, hey, bringen wir dich wieder ein Stück nach vorne, dass der Körper wieder die Signale besser erkennt und besser auch umsetzen kann. Ne? Wenn man jetzt diese ganzen Untersuchungen mal machen will oder man hat vielleicht jemanden im Umfeld und diese Person ist halt niedergeschlagen und schaut vielleicht nicht dieses Interview an und hat nicht die Energie, sich zu informieren, sich selbst herauszuboxen. Wie schafft man es, jemanden dahin zu bringen, dann auch in so einen Bereich mal reinzudenken? Weil für viele Leute ist das ja Neuland. Das ist auch der Grund, warum wir das Interview hier führen. Auch danke an deiner Stelle, dass du das einfach so kostenlos machst, dein Wissen zur Verfügung stellst. Also wie kann man Leute dazu bringen, da mal drauf zu stoßen? Hast du eine Idee? Ist schwierig. Also wenn jemand tatsächlich in einer tiefen Depression steckt, dann sieht der schwarz. Und zwar nur schwarz. Das ist ja dann auch gerade einfach eins der Symptome, dass er nicht das Gefühl hat, dass es da für ihn irgendwo eine Lösung gibt. Man kann das demjenigen zwar erzählen, aber letztlich muss irgendwann der Impuls immer aus demjenigen selbst kommen. Also es bringt nichts, da jemandem zu sagen, ich schleppe den da jetzt in die Praxis. Bringt nichts. Ne? Auf der anderen Seite, wenn man anfängt, sich zu informieren, stößt man, glaube ich, im Netz inzwischen auch ganz gut schon mal so auf Neurotransmitter und solche Thematiken. Aber es ist, glaube ich, schwierig, tatsächlich von außen jemandem zu sagen, mach das. Also man kann es versuchen, man kann diesen Input gerne geben, aber ja, eigentlich nur die Information immer weitergeben. Ja. Aber das ist ja immer so. Ja. Was derjenige mit der Information dann anfängt, darf er ja selber entscheiden. Okay, und sagen wir jemand, ne, informiert sich gut im Internet, merkt, okay, es wäre vielleicht sinnvoll, mal die Neurotransmitter zu messen oder einige Nährstoffe mal im Profil sich anzuschauen. Natürlich bist du da eine gute Ansprechpartnerin. Hast du eine Idee, weil wir natürlich auch hoffen, dass es deutschlandweit gesehen wird, dieses Video, wie man denn jemanden findet, wenn man zum Beispiel ganz woanders wohnt? Also wie würdest du vorgehen, um so eine Person zu finden wie dich? Also ich gucke tatsächlich auch ins Netz. Ich gucke auf Schwerpunkte auf den Webseiten dann von Kollegen, weil ich habe natürlich auch schon mal an die ein oder Anfrage von weiter weg und gucke dann, okay, kann ich da irgendwo jemanden vermitteln? Im liebsten Fall kenne ich die Kollegen persönlich, ne? Und mir persönlich ist es dann egal, ist es Heilpraktiker oder Arzt. Wenn ich aus einer Webseite erkennen kann, dass jemand sich tatsächlich mit Neurotransmittern beschäftigt, dann kann ich einen guten Gewissens dahin schicken. Also sollte schon mal dastehen, Neurotransmitter auf der Webseite, finde ich schon ganz gut. Oder eben entsprechend, dass jemand sich damit intensiver beschäftigt, mit dieser ganzen Thematik, Burnout, Depression, solche Sachen. Anrufen, nachfragen. Die meisten meiner Kollegen sind auch immer zu einem kurzen Telefonat oder zu einem kurzen Kennenlerngespräch bereit, dass man sagt, okay, passt das, möchte ich mit demjenigen zusammenarbeiten und ist es der richtige Therapeut für mich? Und mein Tipp ist immer, aufs eigene Bauchgefühl hören. Wenn man von Anfang an das Gefühl hat, das ist es nicht, dann lassen. Dann lassen, okay. Wenn man jetzt durch das Interview zum Beispiel ein gutes Bauchgefühl zu deiner Person hat, wo findet man denn dich und deine Arbeit vielleicht auch im Internet? Wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Also ich sitze in Stolberg am Mühlener Markt und habe auch eine Internetseite, das ist die naturheilpraxis-christinaheer.de,
kann man gerne gucken, darüber auch Kontakt aufnehmen. Ich bin relativ schnell in der Rückmeldung, weil ich bin ja wissbegierig, heißt das, nicht neugierig. Guck also immer, was bei mir los ist. Terminlich muss man dann immer schauen, wie es passt, weil man dann für ein Erstgespräch oder für einen Ersttermin tatsächlich 1,5 Stunden einplanen muss. Und gerade wenn jemand mit den eben angesprochenen Themen kommt, dann ist das Aufwand, sich aufzuraffen, hierher zu kommen und zu gucken. Aber ne, da gucke ich dann immer individuell, wie kriegt man es hin am besten. Genau. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg, Kontakt aufzunehmen. Perfekt, ja. Ich werde deine Website auch nochmal hier in der Beschreibung dann verlinken, dass man einfach direkt auf den Link klicken kann, wenn man deine Arbeit finden will. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, für die Einblicke in ein sehr spannendes und leider sehr erdrückendes Thema, was ja immer weiter fortschreitet, und möchte dir als Gast natürlich auch gerne dann das letzte Wort überlassen. Oh, ja, leider muss ich sagen, schreitet es fort. Ja, und ich glaube auch in Folge von Covid, das ist nämlich auch eine Möglichkeit, dass diese Erschöpfungszustände aufsteigen oder sich manifestieren können. Und daher ist es mir auch immer ein Anliegen zu sagen, es gibt eine Lösung. Es gibt für fast alles eine Lösung, manche dauern länger. Und wer immer das jetzt gerade sieht oder hört, nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht die Hoffnung aufgeben, weitersuchen, wir finden irgendwo einen Weg.